Hey draußen, hier ist wieder der Strom und der Flex von Struggleflex TV. Und da es auf unserem Channel 2 Millionen Bodyweight-Übungen gibt, Übungen, die ihr zu Hause machen könnt, fassen wir die heute mal zu einem knallharten Workout zusammen, was ihr eben zu Hause machen könnt. Und was ist denn alles so Schönes mit dabei? Was hast denn du da für die Leute da draußen zusammengestellt? Ja, im Prinzip ist es ein ganz Körper-Workout, wo ihr auch nicht viel dafür braucht. Wie gesagt, euer Körpergewicht, vielleicht das ein oder andere Tool, das auf jeden Fall zu Hause ist. Und da könnt ihr richtig schön durch den Körper durchrocken und könnt auch mal sehen, was man mit den Übungen so anstellen kann. Falls ihr eine Übung genauer erklärt braucht, die packen wir einfach unten in die Beschreibung, dann könnt ihr es euch da nochmal im Detail anschauen. Genau, und was benötigt wird, sind zwei Stühle und ein stabiler Stab, zum Beispiel ein Besen, der euch aushält. Okay, los geht's mit den Iron Mikes für Beine und Po. Hände an den Hinterkopf, schön weiten Ausfallschritt machen, dann das hintere Knie abheben und dann wird schön durchgesprungen. Versuchen Beine immer schön zu wechseln, den Schritt schön groß lassen. Ja, das zieht in die Beine und den Po. Nächste Übung, Inverted Rows bzw. Rudern für den oberen Rücken. Die Ärmchen dürfen auch mithelfen. Jetzt brauchst du wieder deine zwei Stühle oder zwei Tische, deine Stange dazu und dann tiefer einatmen mit der Ausatmung. Erstmal Schulterblätter zusammenziehen und dann Brust zur Stange. Einatmen, wieder aufmachen, Arme strecken, aus der Schulter raus und nächste Übung sind die Plyo Push-Ups für eine gute Brust. Gut, dafür braucht ihr eure zwei Stühle oder Boxen. Wir gehen in Liegestützposition. Beim Einatmen nach unten ablassen, beim Ausatmen richtig rausdrücken, oben landen und wieder runterkommen. Ruhig oben leicht einfedern und wieder tief. Beim Runtergehen darauf achten, nicht mit dem Handgelenk einschlagen, sondern wir landen schon mit den Fingerspitzen den Ballen, sonst habt ihr zu arg Druck im Handgelenk. Und das rockt die Brust. So, weiter geht's mit dem HS-Push-Up. Dafür muss man, so wie ich jetzt schon mal, in Handstandposition sein. Einatmend, lasst ihr euch nach unten ab, im besten Fall mit dem Kopf den Boden rühren, ausatmend, wieder raufdrücken. Das gibt richtig schöne Schulter. Okay, weiter geht's mit den Nosebreakern für einen guten Trizeps. Ausgangsposition ist ein Unterarmstütz. Becken nach vorne aufrichten, Bauch ist fest, die Ellbogen versuchen weit unter die Schulter zu packen. Hände könnt ihr entweder in Faust machen oder flach aufsetzen. Und dann mit der Ausatmung drückt ihr rauf, beim Einatmen lasst ihr ab. Je enger ihr die Ellbogen nach innen drückt, desto mehr Spannung kriegt ihr in den Trizeps. Genauso versuchen, auch weit vorne zu sein, vom Gewicht her. Wenn es zu schwer wird, kann man nach hinten abhauen, aber versuchen erstmal stark drüber zu bleiben. Gleicher Aufbau wie bei den Inverted Rows, jetzt kommen die Bizeps Curls. Du greifst schulterbreit, so das Handgelenk, Ellbogen und Schulter in einer Linie sind und dann ziehst du dich aus dem Bizeps heraus, stell dir wirklich einen Bizeps Curl vor, an die Stange heran und wieder zurück. Noch eine Runde Trizeps und zwar den guten alten Trizeps Dip. Wir nutzen die Powerbox, du benutzt deinen Stuhl oder dergleichen mehr. Setz die Hände schulterbreit auf, dreh sie etwas nach außen, sodass die Ellbogen ein bisschen zueinander zeigen. Wähl deine Beinposition je nach Kraft. Umso weiter du vorne nach vorne gehst, umso schwerer wird's. Hüftbreit und dann einatmen runter, außen rauf, Brust raus, Schulterblätter zusammen. Ja, Ellbogen zeigen zueinander. Willst du schwerer haben, lager deine Füße hoch, zum Beispiel dann so oder wenn du es noch krasser haben willst, so, dann geht es gleich nochmal mehr ab.
Okay, Leg Holds oder Bein heben. Ganz easy, ihr braucht eigentlich nur zwei Stühle oder zwei Klötze, irgendwas, wo ihr drauf stützen könnt. Dann geht's einmal mit den Händen da drauf. Beine streckt ihr nach vorne aus, ihr bildet mit eurem Körper ein L. So, Beine in die Luft, Bauch muss fest sein, um das Ganze zu halten und ihr haltet es so lange es geht. Versucht um die 45 Sekunden mal hinzukriegen. Wenn ihr denkt, ihr könnt nicht mehr, noch 10 Sekunden länger. Nächste Übung sind die In-and-Outs für einen gut trainierten Bauch. Okay, dazu einfach auf dem Boden sitzen, Hände hinten am Rücken, lehnt euch zurück, Beine nach vorne ausstrecken, öffnet euch weit, Becken bleibt aufgerichtet, Bauchnabel kräftig einziehen und dann mit der Ausatmung Knie zum Oberkörper, Oberkörper kommt auch entgegen. Einatmen, öffnen, ausatmen, zusammenkommen. Hinten versuchen wenig zu stützen. Wenn euch dann die Kraft ausgeht, könnt ihr auch hinten ein wenig nachhelfen. Ansonsten nie ins Hohlkreuz fallen. Rücken bleibt rund, Bauch ist fest. So, Ganzkörper-Workout complete. Für den Fall, dass du es direkt jetzt gemacht hast. Und für den Fall, dass du jetzt durch bist. Und dich darüber freust, freuen wir uns, wenn du auf Däumchen nach oben drückst und das Video likest. Uns abonnierst, falls du es noch nicht getan hast. Wenn du uns jetzt direkt abonnierst, dann direkt auf unserer Startseite rechts neben dem Abonnier-Button auf das Zahnrad klicken. Dort auch die Infobox markieren, dass ihr benachrichtigt werden wollt, wenn wir ein Video hochladen. Sonst kriegt ihr es gar nicht mit und verpasst das nächste Workout. Das wäre ja blöd. Absolut. Schaut bei Facebook vorbei. Ich hoffe, wenn das Video online ist, haben wir 1000 Follower dort. Das ist cool. Du kannst dann der 1000x-te sein. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen, auf Google Plus. Und hier geht's zu dem letzten Video. Wir sind raus. Ciao. Bye.